Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS22 und zwar auf der Vacostic Map LS für Anfänger. Und heute werden wir noch einen Düngerauftrag abarbeiten und wir werden heute mal was kaufen. Dazu muss ich aber erstmal beim Händler anrufen und zwar gucken wir mal, was hat er denn im Angebot? Schöne Traktoren hat er im Angebot, aber das wollen wir nicht. Wir brauchen einen neuen Ladewagen. Und jetzt gucken wir mal, was es da so Schönes gibt. Es gibt nämlich hier von Heavy & Forex Pack. Ladewagen, jetzt muss ich mal gucken. Das will ich nicht, das will ich auch nicht. Okay, gibt's bloß die. Ich hätte gemeint, es gibt mehr. Ah, hier. Ich habe den völlig übersehen. Der wäre doch was für uns. Ganz neu von Pöttinger Jumbo 8450 dB. Mit Abdeckung. Gucken wir mal. Mit Abdeckung. Boah. Ganz geil. Siliermitteltank. Kennen wir auch noch. Reifen. Reifen. Was wollen wir denn für Reifen? Trelleburg. Michelin. Michelin gibt es auch nochmal in Breit. BKT. Auch cool. Förderstein. Gibt es auch noch mal im Breit. Gefällt mir aber schon in Standard. So, kann ich mit oder ohne Pickup? Okay. So, das Ding kostet glatt mal 106.000. So viel habe ich noch nicht erwirtschaftet. Wie viel Leistung brauchen wir denn für das Ding? 150 PS. Und was passt dann rein? Kann ich das auch irgendwo sehen? Nochmal zurückgehen. 47,3 Kubik. Das ist mal eine ordentliche Ansage. So, ich würde mal sagen, ich gehe mal hier aufs Häuschen. Ich muss mal gucken, wie viel Power hat eigentlich der hier. 190 PS. Puh, der hat noch weniger. Wir haben nicht mehr so einen leistungsstarken Traktor, damit wir das eigentlich ziehen können. Aber ich glaube, der alte Valtra würde das eigentlich erstmal machen. Wir würden das kaufen, auch wenn ich gesagt habe, wir wollen das Geld erwirtschaften. Aber das Ding ist jetzt einfach geil und wir wollen das haben. Okay, das ist keine Ausrede, aber so, so, so. Wir haben natürlich das mit allen Extras und den kaufen wir jetzt. Kaufen, jawohl. Okay. Oh. Hallo? Hallo, 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 hallo. So geht's nicht hier. Nicht mit dem Kopf durch die Wand. Was ist denn jetzt das Feld? Das ist eigentlich hier geradeaus. Ich glaube, das schaffen wir. Das schaffen wir bis dahin. So, Job starten. Da ist sicher ein Auto um die Ecke gekommen. Keine Ahnung. Da haben wir noch ein Problem mit der Milch. Kümmern wir uns später drum. Ich will mal das Teil starten.
So, der läuft nicht besonders schnell. Der hat hier hinten sogar noch ein Lenkrad. Der hat sogar Fahrtrichtungswechsel. Ihr könnt eigentlich komplett rückwärts fahren mit dem Teil. Der ist cool, der ist bezahlt. Den behalten wir auch erstmal, auch wenn er nicht ganz so viel Leistung hat. Wir haben nämlich einen Haufen Stroh. Nein, Quatsch, wir haben einen Haufen Heu noch zu legen. Das wollen wir jetzt auch mit diesem neuen DLC gleich mal ausprobieren, was wir da jetzt neu auf unserem Spiel haben. Ich habe mir mal das 2-Jahres-Pack gegönnt, um alle DLCs, was da kommen, Add-ons zu bekommen und einfach ein bisschen günstiger. Da könnt ihr noch in die Videobeschreibung schauen. Dort ist ja auch nochmal alles drin. So. Ich glaube, da steht schon das gute Stück. Wir wollen Heu einfahren. Eigentlich würden wir Heu verkaufen, würde ich sagen. Weil wir haben eigentlich erstmal reichlich. Und mit dem Ding, puh, da können wir ein bisschen was mitmachen. Es kommen natürlich auch später noch ein paar coole Schlepper noch dazu. Wir haben jetzt unser Geld ausgegeben, ein Teil davon, und wollen das natürlich auch wieder reinarbeiten. So, wir machen mal hier Beleuchtung an. Dann gucken wir mal, der hat hier schöne Seitenbeleuchtung. Also Begrenzungsleuchten. Hinten schon LED. Also wahrscheinlich ist das alles LED. So. Der hat hier noch normale Glühbirnen. So. Okay, das sieht natürlich richtig riesig aus, das Teil. Und jetzt weiß ich auch, warum wir da 250 PS für brauchen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was für einen Schlepper sollen wir uns besorgen, damit wir den Anhänger hier locker ziehen können. Könnt ihr mal ein paar Vorschläge machen und dann arbeiten wir darauf hin. Gesagt, Kredit aufnehmen ist nicht so eine Option, aber wir können jetzt ein bisschen was verkaufen, und zwar Heu. Wir können Heu zu Geld machen. Das versuchen wir mal. Boah, der gefällt mir aber sehr gut, der Pöttinger. Schreibt mal noch in die Kommentare, was ihr dazu meint. Habt ihr euch das auch geholt? Lohnt sich das? Ich sollte auf jeden Fall wieder mal Sehnsucht nach den Bergen spielen, und zwar sollten wir dort mal das Equipment benutzen, was man so in den Bergen braucht, für Heu und Stroh zu sammeln oder zu machen, Gras und Heu. Sehr schön, lenkt mit lenkender Achse. So, können wir natürlich auch für andere Transportarbeiten nehmen, wenn wir zum Beispiel Silage oder so machen. So, wir müssen hier mal ein bisschen Gas geben. Es fängt nämlich schon wieder an zu wachsen. Und dabei ist es nicht mal unsere einzige Wiese hier. So, jetzt müssen wir mal hier im Gang runterschalten, schmeißen das Teil mal an und dann mal gucken, ob die Leistung hier erstmal ausreicht. So, 13 km/h, 17 km/h.
noch schafft das, geht aber auch bergab. So, unser anderer Ladewagen schafft 16 Kubik und ein paar zerquetschte, der schafft 47 Kubik. Ganz andere Liga. Aber ich denke, das macht hier auch Sinn. Läuft da super über den Pickup rein. So. Bisschen größer ausholen hier. Und nehmen wir gleich die Bahn. Super sieht das aus, wie das hier arbeitet. Gut, das Zeug ist jetzt trocken, das wiegt wahrscheinlich nicht so viel. Wenn wir jetzt wirklich Silage fahren würden damit, oder Gras, frisches Gras, hätte wahrscheinlich der Valtra hier ein bisschen mehr zu tun. Eben, jetzt drehen dann hier schon fast die Räder durch. Versuchen wir mal hier noch zu drehen. Ohne großen Flurschaden hier zu machen. 70% haben wir drin. Gefüllt. Tun wir noch mehr rein hier. Jetzt bin ich aber gespannt. Bei meisten Anhängern ist es natürlich, wenn wir dann Abdeckung drauf haben, damit es da irgendwie nachher oben rausguckt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie das hier vernünftig gemacht haben. Abdeckung sieht jedenfalls mega geil aus. Jetzt ist alles drin. So, 100%. Guckt nichts raus. Ganz cool. So, jetzt ist die Frage, wo können wir es hinbringen? Wo können wir das Heu am besten zu Heu machen? So, da gucken wir am besten ins Menü rein. Braucht noch ein bisschen, bis alles speichert. Dann können wir hier noch, dein Auftrag ist abgeschlossen, gibt es nochmal 10.000, abschließen. Haben wir sonst noch was? Ballenpressen. Heu. Strohverkauf. Ja,
aber das ist ja da, wo ich bin, oder nicht? Stroh kaufen? Nein, nein, das wollen wir nicht. So, dann gehen wir mal hier. Ta-ta-ta-ta. Hoi. Da. Tierhändler. Strohverkauf. Da haben wir Stroh kaufen. So, jetzt tun wir das trotzdem mal. Markierung setzen. Jetzt sehe ich keine. Ich wollte eigentlich auf die Karte gucken. Hier. Strohverkauf. Okay. Das ist auf jeden Fall ein weiterer Weg. So, gibt eine Abkürzung. Ja, und bergauf hat er dann doch ein bisschen zu tun. Okay, der fährt da rum. Wir tun mal jetzt hier. In das Fahrzeug einsteigen. Und da haben wir nämlich den anderen Anhänger dran. Der sieht natürlich in dem Fall recht mickrig aus, im Gegensatz zu den großen. Und werden den eigentlich auch einsetzen. So, ich würde sagen, mit denen nehmen wir hier die kleinen Schwade, wo man so oft reden muss, mit. Das, was liegen geblieben ist vielleicht. Und dann können wir mit den großen eigentlich die langen Schwade aufnehmen und das verkaufen. Und das können wir hier noch ins Lager schmeißen und vielleicht später irgendwann verkaufen. Die Woche habe ich gesehen, da haben sie auch an der Straße Gras geschnitten, das trocknen lassen und dann aufgenommen und die haben das einfach quasi auf die Fahrbahn mit einem Laubbläser auf die Fahrbahn geblasen und dann ist der auch mit dem, der Bauer mit dem Ladewagen gekommen und hat das nachher quasi von der Straße mit dem Ladewagen aufgenommen. So, also sollte da nichts passieren, wenn ich da auf die Straße fahre.
So, dann können wir eigentlich mit dem Großen das Zeug weiter wegfahren. Und mit dem Kleinen fahren wir das eigentlich hier zu uns auf den Hof. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt gehen wir mal da in das Fahrzeug. Oh. Okay, wir haben den Platz gefunden. Jetzt tun wir das mal hier abladen. Mal gucken, wie viel dabei rauskommt. Wenn ich da noch ein paar Mal fahre, habe ich vielleicht wieder ein bisschen Geld hier auf dem Konto. So. Wir sagen jetzt den da auch dahin fahren. Funktioniert, fährt er los. Sollten sich in dem Fall irgendwann begegnen unterwegs. So, wir müssen da sicher über die Brücke. Da hinten sind die Hopfenhallen. Unsere. Aber der andere ist uns jetzt noch nicht begegnet, oder? Ich kann den abkürzen. Da ist er.
Geht doch. Einfach aneinander vorbeigefahren. Der Hopfen wächst auch wieder. Wir gucken, ob unser auch wächst. Gut, dann sage ich erstmal mit dieser Aussicht hier danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.